So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Spider-Man 3. Ich bin es heute, ich bin Muffix. Und wir sind natürlich immer Spider-Man. Und wir können... machen. Ja, im letzten Part haben wir gegen den Kingpin gekämpft. Ein sehr, sehr harter Kampf. Wir müssen sogar zweimal gegen ihn kämpfen, weil der erste Kampf nicht schon lustig genug war. Kommen wir dann nochmal gegen ihn kämpfen. Es war so spaßig und Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Wir haben ihn dann besiegt, haben ihn dann aus dem Fenster geworfen. Hoffentlich ist er tot. Spider-Man hat gesagt, oh, ich hoffe, er ist nicht tot. Ich wünsche mir, der Sack ist tot. Der hat mich ja so genervt. Das wurde dann noch alle Bandenbosse auf uns geschickt und er war einfach nicht sehr sympathisch. So, jetzt, so wie es aussieht, werde ich doch gezwungen, diese blöden Daily Bugle-Aufträge zu machen. Ich schätze, wir hätten die von Anfang an machen müssen, damit wir weiterkommen. Ich habe es jetzt ganz am Ende erst und das ist irgendwie blöd. Egal. Da machen wir halt Fotos. So, weil ansonsten haben wir ja gar keine Mission mehr. So, ich will irgendwas will ich hier schon Fotos machen, oder? Komm. Keine Sorge, Mr. Jameson. Das Bild von Spider-Man ist so gut wie gemacht. Er ist ein Krimineller und wir werden es beweisen. Du kannst dir den Weg zum Boss sparen, Pete. Die Titelseite gehört bereits mir. Du wirst niemals ein Bild von Spider-Man kriegen. Wirst schon sehen. Vielleicht werde ich das. Bist du bereit dazu? Naja. Bist du dir sicher, dass das okay ist, Daddy? Ich habe nachgedacht. Nicht denken. Ich bezahle dich und niemand wird verletzt. Es ist nur ein Bild. Jetzt bleib locker und gib mir deine beste Spider-Man-Pose. So spielst du also, Brock. Nun, er kann die Bilder nicht einreichen, wenn er sie nicht hat. Au! Das nehme ich. Du hältst dich für besonders schlau, was? Ich weiß ja nicht. Ich habe zig Kameras hier versteckt. Das Bild jetzt ist noch besser, als ich geplant hatte. Du schlägst mich nieder und stiehlst meine Kamera. Vielen Dank. Ich schätze, dann muss ich mir die Kameras auch schnappen. Ach, okay, Dingler-Modi aktivieren und... Oh, wie viel Kameras hat der Typ denn da? Da ist eine. 9, oh, verdammt. Okay. Das könnte hart werden. Ey, was ist denn das für ein Typ? 9 Fotokameras zu da aufstellen. Der hat einfach zu viel Geld. Okay, da hinten sind auch... Da ist eine Kamera. So, schnappen wir uns. Bim, komm. Eingesammelt. So, da ist die nächste. Und warum haben wir da ein Zeitlimit? Der Typ ist doch eh weggelaufen, aber egal. So, 5. Okay, sieht gut aus. So, zum Glück bin ich diesmal auf die Idee gekommen, überhaupt den Modi anzuwählen. Ich weiß noch einmal, als wir eine Drachenschwanzaufgabe gemacht haben, sogar die letzte Drachenschwanzaufgabe, da habe ich es nie... geblickt, diesen Modi zu aktivieren, diesen Durchschau-Modi. Und deswegen habe ich dann nie irgendwas gefunden. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendwas habe ich nie gefunden. So, jetzt sieht es schon mal sehr schlecht aus. Denn jetzt sehe ich ehrlich gesagt gar keine Kamera mehr. Sieh ja, dass er 9 hat? Wo weißt du, dass er 9 hat? Spider-Man, das erfindest du doch nur, um mich zu ärgern wieder, gell? So, kennen wir dich. Ah, oh, ich hasse solche Aufgaben. Also hier wird sie wahrscheinlich nicht sein, weil hier hat sie irgendwie nicht so eine gute Position. So, Schau mal nach oben. So. Da. Ach so, okay, ich sehe sie. So. Die sehen mir aber nicht so aus, als könnten wir uns fotografieren. Da war sie doch gerade. Da. Verdammt. Oh, wir haben eine halbe Minute aber noch. Okay, achte. Und da ist die 9. So. Das ist noch nicht vorbei. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Okay, Mission abgeschlossen. So, gut. Ey, das läuft um einiges besser mit diesen Spider-Man-Aufträgen hier. Ich dachte, da kommen jetzt wirklich so blöde Fotoaufträge. Wahrscheinlich kamen da auch welche, aber ich habe die irgendwie übersprungen wahrscheinlich. So, MJ-Tour und Daily Bugle, ja. Mach mal die MJ-Tour des Schreckens. So. Ja, ihr merkt ja, Spider-Man hat sich ja, also, man muss sagen, das Spiel erzählt die Filmhandlung nicht so gut. Also, ich meine, man sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so, dass Spider-Man so richtig böse geworden ist, also böse, dass er gemein geworden ist, sagen wir es einfach so. Ein bisschen sieht man das eben, also einmal hier die Tipps da beim Doktor, nicht Doktor,
beim James Jameson, hier dem Chef von dem Daily Bugle, angebaggert hat. Da hat man besser gesehen, wie er natürlich mit dem umgesprungen ist und natürlich, wie er den Kingpin beim letzten Mal rausgehauen hat. Aber ansonsten sieht man das jetzt auch nicht. Also, ihr müsst euch einfach vorstellen, die wollten damit zeigen, dass das Spider-Man jetzt um einiges Badass drauf ist, dass er jetzt hier um einiges arroganter ist und so. Und das hat natürlich ganz zufällig einen Zusammenhang mit dem schwarzen Schleim. Wurde auch nicht gesagt. Im Film wird es ja gesagt, da geht er irgendwann zu so einem Doktor und sagt, ja, der Schleim ist ja voll böse und so. Und ja, nun kommt erstmal ein kleines Date hier mit der Mary Jane und so wie es sich anhört, steht sie auch nicht so auf den coolen neuen schwarzen Anzug, auch wenn er viel schneller ist, Leute. So, immerhin können wir jetzt mal mit der Hauptbehandlung weiter. Ich glaube echt, man hätte nur diese blöden Fotoaufträge machen müssen, dann wären wir schon lange mit dem blöden Spiel durch. Aber nee, ich mache natürlich lieber jede einzelne Publikum neben Mission. So, gehört sich das. Das ist so grausam. Egal. So, schwingen wir uns da hin nach Harlem. Machen wir den Harlem-Dance hier. So, gut. Und dann würde ich sagen, hier auf zu der MJ-Tour der Schreckens. Du hast die ganze Nacht über keine drei Worte gesagt. Alles in Ordnung? Schätze, du hast in letzter Zeit genug für uns beide geredet. Peter, was ist denn nur in dich gefahren? Eigentlich nicht, sobald du endlich mal die Klappe hältst. Ich denke, du solltest mich nach Hause bringen. Sofort. Mary Jane, ich... Sofort, Peter. Nicht so gut, glaube ich, ist es gelaufen. Okay, dann tragen wir sie. Ja, aber... Bringen wir es hinter uns. Aber sie ist jetzt nicht so, dass sie jetzt sagt, ja, ich gehe jetzt allein nach Hause. Ja, du hast mich zwar so gekränkt, aber jetzt kannst du mich immer noch nach Hause tragen. Leute, kein guter Job. So, okay, so wie es aussieht, müssen wir keine Herzen mehr sammeln. Das ist nicht witzig, Peter, hör auf! Wir müssen aber... Kommst du damit nicht klar? Wir müssen einfach nur schnell schwingen. Okay. Ist ein bisschen schwindelig. Mein Mädchen muss mit mir mithalten können. Yep, so, dann nach oben. Das ist gar nicht so leicht, Leute. Ach, verdammt, wir können uns ja nicht an der Wand festhalten. So. Alter, wie soll ich da hochkommen? Ah! Achso, wir haben ja... Wartet. So, jetzt. Gesprungen. So, lande da irgendwie. Hä? Ach, komm schon. Ich war doch da drin. Also, wenn die Kamera nicht so furchtbar schlecht wäre, könnte man das auch irgendwie machen. So, okay. Das macht mir Angst. So, okay, das war ein mieser Stützpunkt. Der war echt mies. So, egal. So, wir haben es hinbekommen, das ist das Wichtigste. So, okay, also irgendwie muss ich sagen, auch wenn das natürlich böse ist und Gewalt in der Welt, mir macht das Spaß, weil diese Netzton war immer so nervig. Also ich so, ich will höher, ich will schneller. Und jetzt machen wir einfach super schnell und jetzt ist sie voll hier pisst. Voll gemein einfach. Früher wollte ja auch mal schneller und jetzt? Ich glaube, mir wird schlecht. Da hab ich gehabt. Willst du dich über jede Kleinigkeit beschweren? Ich hab dir angeboten, du kannst auch ein Taxi nehmen. Wenn du hier willst, dass ich dich unbedingt heimtrage, dann erwarte es dich. Ich will mich halt beeilen. Das ist die falsche Richtung. Mein Mädchen muss mit mir mithalten können. Das ist die falsche Richtung, mein Mädchen muss mit mir mithalten. Passt voll. So, was machen wir jetzt? Will er sie jetzt vom Haus runterschmeißen oder wie? Wo ist überhaupt der Punkt? Ich sehe den gar nicht. Kamera, dreh dich. Peter Parker, das ist nicht witzig. Also ich finde es sehr witzig gerade. Es macht dann irgendwie Spaß, um böse zu sein. So, das macht nicht so wieder Spaß, dass der Punkt schon wieder so weit oben ist. Dass ich mich jetzt hier irgendwie wieder hochbacken muss. So, das. Achso, der ist gar nicht so weit oben, okay. Ist nur zwischen den Häusern. Hier wollte ich nicht lang. Doch, du willst ja lang. Kommst du damit nicht klar? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Du hast auch mal gesagt, ich will schneller. Und jetzt auf einmal, jetzt holst du, wenn es schneller ist. So, ganz ehrlich. Also man hätte das auch ein wenig cooler machen können. Das ist nicht witzig, Peter, hör auf! Auch egal. Er ist so böse. Ah, es gefällt mir. Er ist halt so schlecht böse, dass es halt schon wieder lustig ist. Ich meine, er ist nicht echt böse, er ist halt so schlecht böse. So. Nee, ich will sie noch nicht absetzen, das ist lustig. Komm schon. Nee, wir sind noch nicht fertig, oder? Das macht mir Angst. Irgendwas gelange durch den Kontrollbank, egal auf welchem Weg. Ach, irgendwas jetzt einfach. Jetzt ist er so bad, jetzt muss er nicht mehr schnell kommen. Jetzt ist einfach irgendwas. Beim nächsten Mal nehme ich lieber ein Taxi.
Hey, lass mich nicht stehen. Au, du tust mir weh, Peter. Lass los. MJ, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich auch nicht. Aber bis du es rausgefunden hast, will ich dich nicht mehr sehen. Machst du jetzt mit mir Schluss? Es tut mir leid, Peter. Ich kann zurzeit einfach nicht mit dir zusammen sein. Gute Nacht. Warte, MJ! Was habe ich getan? Sie hat recht. Ich habe mich verändert. Der schwarze Anzug muss weg. Ich brauche Ruhe. Ich muss einen freien Kopf kriegen. Mission abgeschlossen! Der Paddelball! Sehr schön. 1, 2, 3. Oh, wird irgendwie nicht so. Okay, einmal. Das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Also im Film war es so, ich habe vergessen, wie er heißt. Ich vergesse alle Namen, Mann, das ist so grausam. Zumindest der Typ, den wir hier gerade gesehen haben. Der, sein Kollege hier in Anführungsstrichen. Komme ich jetzt überhaupt wieder raus? Ich glaube nicht. So, okay, wir sind in der Kirche gefangen. Sehr schön. Ja, zumindest war es eben so im Film, dass sein Anzug da zerrissen war. Hier war das zwar nicht zerrissen, aber der sieht einfach durch den Anzug. So, Leute, ich glaube, wir haben eindeutig alle etwas bemerkt. Und zwar, dass wir jetzt wieder unseren alten sexy Anzug haben, den rot-blauen. Ich glaube, es gab wahrscheinlich irgendwie Möglichkeiten, auch den vorher wieder zu bekommen, aber irgendwie habe ich das nicht hinbekommen. Egal, und nun... sind wir diese schwarze Essenz da losgeworden? Und ich habe echt keine Ahnung, wie ich jetzt wieder rauskomme. Da war doch... Warum bin ich in diesen blöden Kirchturm runtergefallen, Mann? Ach. Und zumindestens... Ich glaube, ich muss das Spiel nur starten, weil ich echt nicht mehr weiß, wie es rausgeht. Zumindestens haben wir jetzt gesehen, wie der Anzug diese schwarze Essenz sich an jemanden neuen gepackt hat. Und jo, er hat sich dann gleich mal in eine Bestie verwandelt, die zwar ähnlich ein bisschen wie wir aussahen, aber um einiges furchterregender. Leider, ich glaube, im nächsten Part müssen wir dann mit unseren Konsequenzen erleben, was wir hier gemacht haben. Und was haben wir dann? Dr. Connerstall. Ach, wir haben doch Dr. Connerstall und der Skorpion. Ach, jetzt haben wir endlich mal wieder neue Aufgaben. Okay, Leute, ich würde sagen, den widmen wir uns auch. Aber erst im nächsten Mal von Spider-Man 3. Davor muss ich das Spiel nochmal neu starten, da ich nochmal weiß, wie es hier rausgeht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.